Im Psalm 133 heißt es: Siehe, wie gut und wie schön ist es, wenn Brüder, ich möchte sagen Geschwister, miteinander in Eintracht wohnen. Ich grüße Sie alle aus dem Generalsekretariat der Katholischen Bibelföderation in St. Ottilien hier in Deutschland. Die Gründung der KBF nach dem Zweiten Vatikanum ist wohl ein Werk des Heiligen Geistes. Wie sonst könnte es gelingen, ein weltweites Netzwerk zu bilden, dessen Grundlage die Heilige Schrift, das Wort Gottes ist? Wie sonst könnte es gelingen, weltweite Geschwisterlichkeit zu leben, ohne den Heiligen Geist, der uns dazu antreibt, der uns dazu befähigt? Es ist schön, es ist ein Grund, dankbar zu sein, Mitglied sein zu dürfen bei diesem Netz, das der Herr selbst auswirft.